So, die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosprof zu Ihrst und eurem Lichtsiebert. Das wisst ihr wahrscheinlich, ihr seht bestimmt nicht bei eurem echten Video von mir, die ihr da guckt. Ihr wisst genau, um was das geht, dafür muss ich auch noch nicht lange im Brei labern. Wir machen lo Arbre, wir fangen an mit einem Exorzisten, den an eurem Buch ist, den PMA 26, ob der Seite 233, und das ist ein Exorzist von 1999. Am Anfang wollte ich es drei Exorzisten, die ich mache, mir schon mal ein paar Examen rausgekrobt und ich gesehen, dass es nicht so aufwendig ist. Das heißt, komm, wir machen nochmal Feier. Weil das Interessante, die Exorzisten noch neben den Zahn, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wie viele Punkte den heutigen Exorzist demnächst bräuchte wird. Weil ich noch nicht einfach so ein Questionnaire von 2005 rumkommen. War ich rechne mal mit den Noten aus, so klang, also wert drei Punkte vielleicht bräuchte tun. Wir machen mal einfach. Die erinnert dich, ich hatte ich ja gesagt, wir mussten für dich gucken, ob wir Zeilen haben, wo Quantifikatoren dran jährt sind oder wo da. Zwei draußen, wie zum Beispiel hier haben sie den ersten Jährt, an und aus mit einem anderen Quantifikator an der Zahl, hier sind Jährten und hier aus und Jährten. Das ist lästig, ne? Mit dafür machen wir nichts. Das heißt, weil wir dafür nicht just Sachen machen, die Spaß machen, für zu üben, wir müssen alles machen. Wenn da ihr das Buch guckt, an ihrer Angabe steht auch, dass ein nicht valid ist und dass existenziell Multiplen draußen sind. Das ist auch der Grund, für was ich nichts ist, hier geholt haben. Weil eben alles drauf hier könnt. Das steht natürlich am Examen nicht dabei. Die müssen herausfinden, ob der tote Resonanz das devalid ist oder nicht. Schon mal schon erlaubt, Prämissen in der Nähe zu schreiben. An den Negation von der Konklusion auch drin. Alles natürlich froh, mit was fangen wir an. Ich kann nur mit der ewigen Zahl anfangen. Mehr, die erinnert dich vielleicht. P oder Q, das geht. Gesplickt, das heißt, wenn ich mit der aufhängen und dann die Zahl drin und dann die innere Zahl als nächstes machen, dann muss ich das zweimal hinschreiben, das ist viel Text. Und ja, das wäre einfach mehr Arbeit, wie wenn ich zum Beispiel mit der heutigen Zahl aufhängen. Wenn ich da nämlich kriegen, als Portut x, Nobel x und fertig. Oder die dritte Zahl, wenn ich die mache, dann kriege ich Elixist x, Adx implik NoCDx nähert, fertig. Und dann muss ich um meine ewige Zahl gehen, auf eine Stelle machen, da geht gesplickt. Allerdings kriege ich dann Punkt x, adx, amplik, bdx. Hui, schon Zauberei, wie die Buchstaben einfach so aus dem Nichts da. Ob den Ekran kommen, gell. Und dann das vertreten, dass Punkt x, cdx, niert. Könnt dann eben jetzt. Voilà, dann den Häkchen habe ich hier gemacht, aber das stelle ich fest. Hi, wo ich lo Feier geschrieben und die muss ich auch noch machen, weil du als Quantifikator nähert. Naja, das geht dann, Elixist x, c, dx. Voilà, in dem Moment habe ich meine echte Etappe durch. Lo kann ich dann spezialisieren und der Test, was ich lo meine, das Zahl ignorieren, ist das geholt, der ist geholt, der ist geholt. Die muss ich noch machen, die muss ich holen, die muss ich noch benutzen, die und, Quatsch, die habe ich benutzt. Und die muss ich auch noch benutzen. Das heißt, ich muss nur mein Existenzielle benutzen und dann mein Universelle. Das ist komplett egal, wo ich Buchstaben an sich dran sitze. Das wird wichtig, als dass ich es richtig mache. Mache ich nur an die heutige Zahl, mache ich nur an die dritte Zahl, für dich den A und dann den B. Komplett egal. Ich muss just erst von denken, dissidieren, mit was ich aufhängen. Auf jeden Fall ist es mehr clever, als ich von oben nur innen durchzukämpfen. Machen wir einfach hier. Dann als 5 und du als 6. Bon, das Problem ist nur den heutigen, wie das die 5. Zeile jeweils enger Splickung steht, muss ich die zweimal dahinter schreiben. So, schon verrückt, wie die Buchstaben hier einfach so aus dem Leicht rauskommen. Keine Ballmengen an den Zeitung hat. Beim Ballfall wird gesehen, links arriert zu nicht dann ADA am Blick, noch sie da nähert stehen. Das, was ich nur noch muss machen, ist halt Zeit, wo ich schon mal 6 gemacht und die schreiben ich just jetzt hin, weil ich bleibe ja immer an den Branchen, wo ich dran bin. Aber wie das der Klangen A schon geholt ist, holen ich dafür den Klangen B. Gut. Da gehe ich noch abgucken, lohne ich die Heidenzahl als Next zu holen und dann die Heidenzahl nach und dann habe ich den Tour von der Frau eigentlich gemacht. Ich habe an der Branche links bis nur just den kleinen A, habe ich aber nur den A und den B. Das heißt, wenn ich nur 7. den drinnen schreibe, jetzt muss ich B, der A, nie an B, de B nie schreiben. Links, wie das ist, schüsste Klängen A hun.
gebe doch durch mit dem BDA nie. Boah, wenn ich sicher genug fehlt, für zu dissidieren, wie ein Buchstaben da soll tun, wie ein Buchstaben da nicht soll tun, macht das, wenn ich nicht 100% sicher ist. Ich kann auch noch immer, die könnt auch noch immer gerne nur BDB da hinschreiben. Das. Dann irgendwann vielleicht ich nicht in den Shit, oh, das ist aber nicht so elegant, meh, boah. Ich meine nur nicht, weil dann spüren wir einfach Platz. Mir, die könnt, wie gesagt. Dann, was Lu noch bleibt, ist die Heutenzahl. Die habe ich noch nicht gemacht, das heißt Hei. Mein Häkchen und dann Hei. Achtens, ich meine Häkchen direkt dahinter, die meine ich dann auch schüsst an meinen Branche Hei, links, pardon, weil, ja, die ist nicht an der Rätselbranche dran. Und dann kriege ich dann A, de A, ein Blick. B, de A. Fertig. Gut. Dann habe ich mein zweites Etappe gemacht und dann kann ich dann meine normale Arbeitsrechnung machen. Gut. Das heißt, ich kann am Anfang nur alles ignorieren, was hier oben drüber ist. Ich konzentriere mich hier einfach auf den toten Bereich. Das ist das, mit dem ich meine Arbeit ausrechnen. Gut, was auch nur das cleverste, was ich machen kann, ich gebe mal so in die Heutenzahlen holen, die gehen nämlich nicht gespleckt. Das wäre dann nächstens. A de A implique non C de A als falsch, wann A de A stimmt und non C de A falsch aus. Das heißt, ich kriege A de A und ich kriege C de A. Mhm. Und dann habe jetzt kriege ich A, de A und ich kriege C, de A. Und voilà. Was stellen wir fest? Hei an der Branche, hei Ried, sehen wir schon, die werden nämlich zugehen. Das nähren sie nicht A, de A, das nähren sie nicht C, de B, C, de A, pardon. Das heißt, hei, die Branche wird nicht zugehen. Just für zu verifizieren, die sieht mir hun hei nach, die Zahl nicht gemacht. Das ist dann zehntens, wann ich die benutze. Dann geht gespickt. Links kriege ich nicht A, de A, rechts kriege ich B, de A. Und die sieht hier. Nicht A, de A, aus mit A, de A am Widerspruch. Das ist dann nicht so. B, de A, aus dem Widerspruch mit nicht B, de A. Du meinst so, mehr, hei, als eben eine Branche, die nicht so geht, auf die erste Titel, non valide oder Raisonnement non valide mit Punkten oder von der Welt, die können natürlich auch die ganze Zeit dahin schreiben, toutes les branches ne sont pas clôturées, donc le raisonnement n'est pas valide, können natürlich auch gerne machen. So, danke für den Überblick. Hier sieht mir hun für diesen Mal als Angabe aufgeschrieben, dann haben wir hier geburtzt, das heißt Zeilen, womit wir Quantifikator travail definiert, Zeilen, womit wir Quantifikator travail haben wir getrennt, respektive eben Zeilen, wo ein definierter Quantifikator travail die haben wir umgeändert. Dann das war hier halblo, als wir hun spezialisiert, modellisiert mit die konkreten Individuen angesagt und dann haben wir hier einen den Arbeiter gemacht. Viel mehr als du solo nicht zu suchen. Außer, das war doch nicht so schwer, gell? Gut, da kann ich gucken, mal das tut. Und das sind ein paar Zeilen mehr. Wenn ich den dritten Exercice anguckt, vielleicht so ich ohne viel Zeilen. Den Exercice für 100 war schon 3 Zeilen. Mir guckt hier. Mir guckt E-Quantifikator, 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 E-Quantifikator und hei in jeiert. Und wenn wir die verwandeln, dann kriegen wir ein Universal, sodass wir nur just hei in einzigen Hund mit einer Existenzial. Das ist so etwas von einfach. Mir wird das Schlimmste von allem aus, den Ass geschenkt, den Exercice, das wirklich, ja, also, ja, ich kann nicht oft genug betonen und ich kann nicht natürlich wieder am Funk Mathe wie einfach den Exercice, den Ass 5 Punkte wert. Und am Examen werden das 5 Punkte mehr. Da sind wir wie die Punkte halt abgedeelt. Wollen wir nur die 2 nächsten Exercices machen, die sind 10 Jahre mehr alt. Du siehst, die waren 2-3 Punkte wert.
Das war jetzt nicht drauf hinzuweisen. Also, wenn ich glaube, Claude, das war der Haut macht, ist viel schwerer. Da gehen wir einfach gucken, was für drauf war. Das war mehr schwer. Außer gut, außer schlecht, das ist eine komplett andere Diskussion. Mir bedenkt immer just, das war dir zerweiert, kriegt aus am Vergleich zu freier nicht schwer. Aber wenn da dann mengt, wäre zu schwer, es denkt immer drin, es gibt Leute, die viel mehr schwere Sachen gemacht und die haben gepackt. Das heißt, wenn dann nicht sicher sieht, dass er das hinkriegt, wenn du nicht zweifelt, so dich das einfach freier, während mich schwer. Und das gegangen, das heißt, die sind schon nicht mehr dumm wie die Leute von freier, respektive die sind nicht mehr dumm wie dir, nicht mehr clever, was auch immer. Das heißt, konkret, schafft, dass er den schon nicht so kann. Schafft und das machbar. Mir wandert Gefühl und die kommt nicht vor und bleibt am Ball. Und nicht von der geht es. Und heißt genau das selbst. Schritt für Schritt für Schritt. Und dann geht es nicht weg. Guckt hier. Nee, guckt nicht das tut. Das war nicht. Nee. So, das von ich schreiben kann. Schon habe ich eine einzige Zeile, die ich muss transformieren. Und das geht dann. So, viel mehr übersichtlich. Puchtutx, PDX, E, non RDX. Aus. Falsch. Voilà, lo habe ich am Anfang just nach hei, nee, Quatsch, was wollte ich so, ich kann direkt die nächste Etappe machen. Mein konkret Individuen ersetzen und dafür fängt ich an mit den Existenziellen, da kriege ich PDA und QDA. Da den ich lo muss noch machen und deswegen ist es aus erstens aufpassen, nicht vom Stuhl zu fallen, was schon ein Skill ist, für verschiedene Leute. Zweitens lo einfach just bei Allzeil hei, hei an, hei eben Quantifikatoren auf der Seite los und anderen Dixen durch die Klängen A ersetzen. Drittens, PDA oder QDA impliziert RDA. Viertens, du hast eine Negation, die ich nicht der vergessen aufzuschreiben, hoffentlich packen statt. Das Gangen, hei die Gesitz, erster, vierter Teil, Puchte Dix, QDX, ein Blick nach RDX, Hunnicht, erfolgreich reich QDA, ein Blick nach RDA gemacht. Und dann fünftens, selbst Prozedur, ich meine, den Hexe schon dann aus der gemacht. P, der A, ein Blick an die Negation auch nicht vergessen. Voilà. Und da bleibt am Anfang schon nachher innen die Portutix, PDX, E, non RDX, niert. Zeil, das wäre sechstens, das geht dann. P, der A, an, nicht RDA. Das ganz niert, Hexe gemacht. Und den Rest vom Exercice kann ich nur ignorieren. Ich muss lo mich just noch darüber konzentrieren und da kann ich loslehnen. Lo, ja, muss man gucken, welche Zeile gespickt, welche Zeile gehen mit Wängen, welche gehen nicht mit Wängen. Hi, also meine Zeile 7, PDA und QDA, das geht PDA und das geht QDA. Das war lo schwer. Dann kann ich gucken, mal 4, wann ich lo zum Beispiel das Zeile gefüllen. Das geht gesplickt gehen, der PDA geht näher gehen, das geht direkt als Branche zugehen. Ich kann natürlich auch das mit dieser Branche machen, das geht gesplickt gehen. Der QDA geht näher gehen, das geht direkt zugehen. Wenn ich das hier mache, das geht auch gesplickt gehen, das geht nicht direkt zugehen. Dafür wäre das nicht so cool. Dafür machen wir das mal nicht. Ja. Wenn ich die Datei gehe holen, gehe auch gesplickt gehen. Da gebe ich sogar auch etwas zu gehen. Boah, komm, ich gucke mal einfach. Ich bleibe bei den P'n und ich probiere mit den P weiterzuführen. Also, achtens, PDA, ein Blick, non RDA. Naja, links könnt nicht PDA, rechts könnt nicht RDA. Voilà. So, was ich dann schreibe fest, hier steht, dass der PDA falsch ist, hier steht, dass PDA stimmt. Das ist ein Widerspruch. Also, meine ich die Branche dazu. Und lo bleibt hier, RDA, hier ist ein R, hier ist ein Q. Und das ist halt ein Q an R. Ich probiere lo mal, was geschieht, wenn ich mit der Zahl 4 aufhöre. QDA, ein Blick noch RDA. Geht gesplickt, links kriege ich noch QDA, rechts kriege ich noch RDA. Hier steht, dass der QDA falsch ist, hier steht, dass es stimmt, das ist ein Widerspruch. Also geht die dritte Branche zu. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass meine Branche hier, die nach oben ist, dass das die erste Rätsel ist, weil ich muss einfach gucken, mein Bauch vom Blatt aufzupassen. Mein Gott, es gibt schlimme Probleme am Leben, gebe ich mal so hin. Bon, lo, ja, schon P am Spiel, schon Q am Spiel, und schon R am Spiel. Was hole ich als nächstes? Was hole ich als nächstes? Komm, ich probiere mal mit der dritten Zeit. Die geht zwar gesplickt, aber die einzige Anna, die am Spiel ist, die geht auch gesplickt. Dafür, nur je, kann man probieren. P,
PDA an nicht RDA als falsch, wann entweder der PDA falsch ist oder nicht RDA falsch ist. Das heißt, das geht nicht RDA, das geht ein Doppelnegation und die schreiben wir nicht tun. So, zinkt uns ein Häkchen. Und dann gucken wir, hier steht, dass der PDA falsch ist. Und ich fuhre in hier schön brav rum. Und dann kriege ich hier, dass der PDA richtig ist. Das ist ein Widerspruch. Dem Branche geht so. Hier steht, dass der RDA stimmt. Hier steht, dass er falsch ist. Das ist ein Widerspruch. Also ist die Branche zu. Aber jetzt stellen wir fest. Der Resonant ist valid. Auf der Tutelo am Überblick guckt, ihr seht. Oh ja, es sind ein paar Zeilen, es sind ein paar Klammern, Quatsch, Kroschen da. Aber das war doch nicht wirklich dramatisch. Also ich muss just aufpassen, ich nicht zu irren. Das heißt, bei so Zeilen wie den heuten, gucken, geht gesplickt, geht nicht gesplickt. Gut, das Negation ist recht schön, dass er alle gut dann, ja, aufgeschrieben, die da aufzuschreiben, zu schreiben. Gut, und voilà, nicht kompliziert. Dann, die gesieht halt den nächsten Exercise, Juni 2012. Den dorten aus mir kurz. Hier hat er eine Zeile mit einem Quantifikator, den jäger das. Und hier hat er eine Zeile, wo schon ein Individuum dran ist von der Welt. Der Tächt, oh, muss ein bisschen aufpassen. Die Sachen kommen nicht oft vier, sie können vier kommen, aber die sind vier gewarnt. Der Tote waren nur am Examen Feierpunkte. Ich gehe mal davon aus, dass der Titel nicht so viel mehr kompliziert ist, wie das, was wir für Drogen machen. Dafür kommen wir gucken mal. Ich muss Remenke aufhängen mit den Zeilen, die ich muss putzen. Das heißt in diesem Fall habe meine Konklusion. Punkt tut x, UG de x. Voilà, geht nähert mit den Kroschen. Ja. Ich habe noch keine Zahl mehr, wo nach irgendwie ein Quantifikator nähert drauf wäre. Ich habe noch keine Zahl mehr, wo noch mehr wie ein Quantifikator drauf wäre. Das heißt, ich bin am Anfang fertig mit der ersten Etappe. Lo kann ich dann spezialisieren gehen. Gut, ja, ich habe hier zwar schon den A, ich habe hier ein Universal, ich habe hier ein Universal, das ist lustig von der Metall froh, was mache ich? Aber immer kämpfe ich von oben nach unten, wenn es keinen Grund gibt, das nicht zu machen. Also ist das heute die zwei Zahlen, die ich will, das Punkt x, dx, und Blick lx, wie das den A hier schon am Spiel aus. Muss ich den Ball holen, ich muss aber nur, wie das hier ein Universal aus, nicht über direkt bei der kleinen B im Sprungen. Das heißt, was ich mache, also ich schreibe hier drin, D der A, A Blick, L der A. Häkchen gemacht und fertig. Dann bleibt am Funkschuss noch die Dottenzahl zu machen. Das geht dann L von A oder G von A. Mit einer Negation und ja, sieht nicht kompliziert aus. Also kann ich ganz normal mein Arbeit machen. Und du vier Firma, vier mit den Zeilen, die nicht gesplickt gehen, hei L, der A, U, G, der A ist falsch, wann L, der A falsch ist, und G, der A, Häkchen. Voilà, 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 bleibt noch die heute fünftens, D, der A, amplik L, der A ist richtig, wann den D, der A falsch ist, oder den L, der A nicht, manchmal ein Häkchen bei meinem fünf, anders. Und da stelle ich fest, hier steht, dass L der A stimmt, hier steht, dass L der A falsch ist. Das ist ein Widerspruch. Also meine ich halt so. Und du musst da aufpassen, hier ist D der A nähert, aber wenn ich rauf gucke gehe, gesehen ich, dass hier steht, dass ein D der A nicht nähert ist. Also das ist richtig, das ist aus sich hier dann ein Widerspruch Heimat. Und auch wenn die Leute geografisch ein bisschen weiter sind, dann ist es absolut ein Widerspruch. Es gibt keinen Grund für die zwei Sachen nicht am Widerspruch zu sehen. Und dafür, DDA nähert man mal zu, die Branche hier. Und dann ist mein Resonant valid, oder ich kann auch valid da hinschreiben. Und die hat er 4 Punkte. Und ihr seht, das war mal nicht so dramatisch kompliziert. Mehr machbar. Nebenbei, wie das heute vom Ekran hier schießen, ob das am Handy guckt, am Computer oder wo auch immer, auf der Tele. Oder einfach ist nur leicht, das soll vielleicht nicht sinnvoll werden, ich weiß es ja nicht. Wenn da die heute Sache wollt lehren und die Exerzissen, die ich schon machen, denke ich, wollt nur machen, das ist mir sinnvoll, die schreibt das, ob ein paar Beine während der Video leicht hat, mit. Dann hat er nur selber Schnecke gemacht, da gesehen er das besser mit. Das ist am Rande, ne?
Voilà, hier ist dann den Exercice von 2011, den aus 3 Punkte wert, die ganzen hier. Vergleich mit dem Exercice für die Runde für mich kurz ausgesehen wird an der Angabe, wo man vor allem die für den Feier wert an, das für das Soße nochmal, was kriegt heute das aus 5 Punkte wert. Aus der Teilte noch viel mehr einfach, schießt, weil 3 Punkte sind oder nicht. Nicht unbedingt, aber da können wir in die erste Diskussion aufhängen, für was kriegt ihr mehr Punkte, für Sachen, wo ich früher mehr Punkte kriege, dass das sinnvoll, dass das nicht sinnvoll, das einfach nur wie das. Wir haben ja üben, bleibt drin, wenn ihr nicht sicher seid, wie du in den heute soll rumgehen, guckt euch das auch eigentlich und meldet nicht so wie ich schon nächstes Jahr schon eine ganze Zeit gemacht, mit Kommentaren haben festgestellt, dass ich eine Negation über Sinn hat. Und dafür meinst du einfach nach ein paar, mit das hier ohne Fehler an der Angabe. Mir suche den eben besser, weil er mir übt, weil er mir noch Fehler mischt. Boah, wenn ich den heutigen Exercice auch guckt, die sieht hier als nicht eine Zahl, wo mehr wie ein Quantifikator drauf wäre, und das ist nicht eine Zahl, wo ein Quantifikator drauf wäre, den näher das. Das heißt, ich kann die erste Etappe, wo ich nur mit Rot hier angefangen habe, Zeilen zu botzen, die kann ich übersprungen und ich kann direkt weiterfahren mit der zweiten Etappe, die ich ja normalerweise dann blau machen. Und zwar mit der dritten Zahl. Ich muss mit den existenziellen aufhängen, davon ich mit den universellen weiter, für mich eben nicht in der Welt zu verlaufen, mit den Buchstaben, die ich aussetzen gehen. Ja, der kleine B ist zwar schon am Ersatz, mit den kleinen A noch nicht, dafür werde ich nur machen, als dann eben D der A an, nicht C von A an, Häkchen. Gut, das Problem ist, lo, wo du musst passen, hei oder an der ewigsten Zahl, die ich als zweite hole, weil die wirst mich schaffen, als von der kein besseren Grund geht, da nichts zu machen, einfach von oben und unten ruf. Naja, ich muss mit meinen universellen, kann ich die Buchstaben holen, die ich will, mich soll aber auch die Buchstaben holen, die schon am Spiel sind. Das heißt, ich kämpfe mich von oben und unten, das heißt zweitens, drittens, viertens, und ich muss für die ewige Zahl A, D, X, am Blick B, D, X, meine, das geht dann. A de A implique B de A. Das Problem ist, der kleine B ist aber auch schon am Spiel an den dritten zwei Zahlen, also muss ich auch der kleine B auch noch hier aufschreiben. A de B implique B de B. Und dann meine ich mein Häkchen. Auch für die dritte Zahl gilt genau dasselbe. Das geht B de A implique Klammer ob C de A E D de A. Wunderprächtig. Mit B de B implique C de B. Hier muss man aufpassen, Klammern anziehen, dass ein D kann auseinanderhalten. So, C, D, B an D, D, B. Und dann den nächsten Urwen. Und der viertens, D, D, A, Applik, E, D, A. Komm schon mal, mein Häkchen schon was gemacht. Also C, D, A, Applik, E, D, A. Und C, D, B, Applik, E, D, B. Voilà, an dem Moment, was haben wir gemacht? Wir haben als Spezialisation fertig. Wir haben am Anfang just nach, ja, das, was hier am Blauen ist, plus die zwei Zahlen, hier, die wir müssen berechnen. Ja, logisch ist es so, hier fängt man die dritte Zahl und die geht nicht gespleckt. Aber wenn ich mal Zahlen so gucke, sind ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich mit der kleinen A mehr Widerspruch werde fanden. Par contre, wo ich mir aber hundertprozentig sicher sie weil ich nicht, das ist wie gesagt schon einmal gemacht und habe ich getan. Unabhängig davon, hi, die hat A, die B lang durchstehen. Hi, hat eine Zeile mit einem A, die B drauf, und der Dilo macht, geht zwar gesplickt, mit die Branche links, die geht direkt zu. Aber wenn der etwas geht, was wir gerne bei den anderen sind, die Branchen, die zugehen. An. Das wird ganz wichtig, als hi, D, die B, an, non, C, die B, das geht nicht gespleckt. Also gebe ich proposieren, sind wir nicht blöd. Fünftens, DDBE, non CDB. Schreiben wir hier drinnen, DDB an, nicht CFB. Den Häkchen an, dann, wie gesagt, machen wir hier Teil 6, ADB implique BDB. Das geht gespleckt. So, hier steht da non ADB an BDB. Und ich mache mein Häkchen an. An der Stelle fest, hier steht A, D, B stimmt, hier steht A, D, B ist falsch. Das ist ganz offensichtlich ein Widerspruch, also kann ich das so machen. Die Branche hier geht mal zu. So, lass uns froh, wie kriege ich die Branche hier zu. Ich schon hier B, D, B stehen, hier und ich rümse eine Zahl von der Stadt machen. Das geht nur B, D, B, auch wenn das gesplickt geht. Ich probiere mal einfach, weil hier sieht man ein C, ein C, ein C, ein D, ein D. Das heißt Chancen, dass das ganze Teil, wenn man den Zuwert geht, sie relativ gut.
Und Chancen, dass die nicht gelesen kriegt, wenn ich hier alles zukriege, sind natürlich auch relativ gut. Aber das ist zu Präsentationszwecken. Dafür hier siebentens BDB implik CED. Also B implik CED. Das geht non BDB. Und dann hat man gesagt CDB, EDDB. Das könnte dann hier CDB an DDB. Das könnte links hin. Da kann ich mein Häkchen dahin machen. Und ich stelle fest. Ich hatte das schon annonciert. Non BDB an BDB. Das ist ein Widerspruch. Das kann ich also so machen. Und da bleibt hier eine wunderprächtige Zahl. Hier eine Konjunktion. Konjunktionen gehen nicht gespickt. Dafür proposieren ich, dass wir das als Next machen. Das wird dann den CDB an DDB. Wie das nicht gespickt geht. Geht das CDB an DDB. Mein Häkchen. Und da gehe ich kontrollieren. Hier steht non CDB, hier steht CDB, das ist ein Widerspruch, also geht die Branche zu, also aus meinem ganzen Arbre voller Fehler und dafür ist der Resonant, den ich am Anfang ich ging, um viel zu wissen, für das dir mal so, ob er valid ist oder nicht, der Resonant ist valid. Vor allem, wenn der Tutorial am Überblick guckt, aus bisschen Text, also nicht wirklich schwer, die musst just, ja, wann ich meine Arbeit will machen, normalerweise fängt ihr unheim mit Marvels fängt die Jungmatten an und da geht den Demo durchmachen, das sind da schon pur. Und dann kriegt er irgendwann ein Kerl, wenn er nicht fertig ist, geht er und Bien und die fällt mit der B4 rund und dann, ja. Aber wenn er hier feststellt an diesem Exercice, wenn er mit den A angefangen hat, wie das da hier oben den Doten Hut, den ziemlich am Anfang schon eine Zahl zu möchte, die Hut kein A da nirgends. Das heißt, das wäre mit dem A nicht abgegangen. Und dafür ist es wichtig, nicht just blam ihren Dingen zu machen, ihren Exercises, mit dass auch ein bisschen guckt, was geht mit was zu. Wenn ihr das nicht macht, die kriegt natürlich ein Resultat raus, mir kriegt ihr vielleicht 5 Minuten später raus, oder 2 Minuten. Ne? Das ist ja nicht kompliziert, das halten. Bon, auf alle Fall, ja. Von der frohen Hut, ich sehe fertig für meinen Deal. Von der frohen Hut, von der Nachexercise braucht, sucht mal Bescheid. Von der frohen zu den Video und Hut, dann schreibt mal podcast.lc.lu. Von der frohen zu der Logik Hut, der frohen eher Prof. Und dann hoffe ich, dass den Video ich hier ein bisschen etwas konnte erklären. Remenk hier, ich bin mir bewusst, dass das von der Optik hier nicht optimal ist. Es geht leider Gottes nicht ernst mit dem iPad. Das macht die Exercise neben drunter auf einem Blatt und dann ist es schon echt so eine eher Schrift. Und ihr habt mehr Platz für links auch jetzt auszuholen, dann ist das schon viel mehr übersichtlich. Das hilft euch auch vielleicht. Boah, dann bis auf weiteres. Vielen Dank für den Urlaub drin und bis demnächst.